So, liebe Freunde, es geht weiter mit God of War. Da hinten war das letzte Zeichen. Und ich sag mal, BNR war hier die Lösung. Hat an der Wand geschrieben. Und jetzt holen wir uns erstmal den Inhalt dieser tollen Truhe. Horn mit Blutmet. 2 von 3. Gut, noch eins, dann erweitert sich unsere Rage. The Rage, nennt's wie ihr wollt. So, wir haben ja alles abgegrast und dann geht's weiter. Durch diesen gruseligen Spalt mit lauter Leichen. Das muss so wunderbar duften. Ganz schön viele Leichen. Ja, richtig. Aber das hält Kratos nicht auf. Naja, die sehen wie Menschen aus, nicht Riesen. Richtig, Diebe auf der Schatzjagd. Siehst du die Fallen? Oh ja, zum Glück haben sie alle ausgelöst. Sei froh, dass die hier tot bleiben. Mhm. Und nicht wieder auferstehen. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Die Statue, die sind drüben. Genau. Kannst du lesen, was da steht? Was steht da? Jawohl. Oh, das ist Dödathor. Einer der 4 Hirsche des Weltenbaums. Er bewacht den Eingang nach Jötunheim, wenn die Riesen schlafen. Nach Jötunheim. Ich finde das so geil, wie sie einfach so, wie sie es aussprechen halt, ne? Jötunheim. Dödathor, der Hirsch. Ich denke mal auch, dass die Namen wahrscheinlich auch wirklich so geschrieben werden, aber örtliche Sprache, keine Ahnung, oder Zeichen. Ein Hirsch des Weltenbaumes, der die Tore von Jötunheim bewacht. Dort kommen die Riesen her. Das ist der Berg der Riesen. Ob er noch dort ist? Ich weiß es nicht. Kratos weiß vieles nicht. Er ist wie Jon Snow. Jon Snow weiß auch vieles nicht. Oder Jon Snow weiß gar nichts. Okay, das ist die Tür und hier ist noch was. Hang. Junge. Junge. Ja, Vater. Nimm mit. Schatzkarte. Diese Sprache habe ich schon mal gesehen. Keine Schatzkarte. Wissen. Die Schlange. Die Schlange ist des Brechens nicht mächtig, aber ihre Feindseligkeit den Aasen gegenüber ist unverkennbar. Die Zerstörung von Tyr's Tempel ist unmöglich, solange sie existiert. Ihre Anwesenheit hat jedoch bewirkt, dass der See der Neuen ihn gänzlich bedeckt. Somit wurde das Ziel, Weltenreisen zu erschweren, dennoch erreicht. Der Rabenwächter. So, Rage ist wieder voll. Ja. Wilder Sacksilber. Werde nicht ohne es gehen. Irgendwas hier, was ich übersehen habe vielleicht? Ein Eimer oder so? Nee, glaub nicht. Okay, weiter geht's. Super aggressiv, Frauke. Da komme ich nicht mehr lang. Da fehlt ein Kristall. Der dahinter ist? Möglich wäre es, aber es macht keinen Sinn. Ich habe einfach mal Bock zu prügeln. Na, komm runter. Wohin jetzt? Wir wollen immer noch zum Gipfel. Wir finden schon einen Weg. Aber wo ist der Kristall? Hier sehe ich keinen. Da sehe ich aber was. Vielleicht ist der da oben. Könnte auch sein.
nämlich auch wow. hoch. Der höchste Gipfel der Welten. Ob Mutter wusste, dass es der Berg der Riesen ist? Nein, ihre Bitte erweist sich als viel komplizierter, als sie hätte ahnen können. Es ist ein Name, glaube ich. Heislir. Das heißt Schrecken. Schrecken? Klingt schrecklich. Was ist das? Seltsam. Eine mit Kordel umwickelte Kerze und eine Art Tierfell. Eine Laterne? Aber der Docht fehlt. Das brauchen wir nicht. Der Bifrost erleuchtet unseren Weg. Der Bifrost. Hey, wer hat wohl diese Fackeln angezündet? Die dürfen auch keinen. Augen offen halten. Somit kommen wir zurück. Aber wie komme ich an diese Truhe dran? Das ist die eigentliche Frage, die ich mir stelle. Wahrscheinlich von hier aus. Na also. Wunderbar. Ist der Kristall hierfür? Hier liegt halt auch keiner rum. Also ich wette, der ist dahinter. Das wird ja Sinn machen. Weil, wenn da oben einer wäre, müsste ich ja irgendwie eine Möglichkeit bekommen, ihn runterzuwerfen. Aber ich kann den nicht werfen, ich kann den nur ablegen. Daher denke ich mal nicht, dass das funktioniert. Nö, ich denke mal, der ist dahinter. Da müssen wir später nochmal vorbei. Das einsammeln. Gut, weiter im Text. Alles zermaschen. Quecksilber. Hallo! Lass das. Ach Mann, ich wollte nur... Schon gut. So, dreh das. Herz des Berges. Wow, was ist das alles? Wo sind wir? Eine Mine. Und wenn diese Kralle zum Gipfel reicht, sind wir fast am Ziel. Klingt gut. Benutzen wir sie. Das gilt es auszufinden. Ein bisschen questlastig hier. Müssen wir wieder viele verschiedene Dinge bewegen und Krams machen. Soll hier irgendwas drüber rollen. Ja. Überleg grad nochmal, wie das war. Krieg's aber nicht mehr ganz zusammen. Gucken wir uns erstmal um. Muss ich die Kralle aktivieren lassen. Das Ding fährt nirgends hin. Aber wir können hier hoch. Die Maschinen hier sind bestimmt von Zwergen gemacht. Aber das Mauerwerk ist eindeutig Jötner. Ich glaube, die Riesen haben nicht nur in dem Berg geschürft, sondern hier gelebt. Ja, aber ich glaube, hier ist rein gar nichts. Auch hier. An der Seite ist eine Maschine mit Zahnrädern und Seil. Wozu kann die gut sein? Da ist noch was. So. Können wir die bedienen? Ich glaube nicht. Da ist auch wieder so eine geheimnisvolle Tür, die wir irgendwie nicht öffnen können. Da steht was. Kannst du das lesen? Ja.
Das ist lustig. Wieso? In einer Handschrift steht hier nur Jötnar. Und in einer anderen und auch Zwerge. Schreiben wir auch was? Nein. Dreckige Tür. Geh auf. Mit Magie verschlossen. Ja, ich weiß. Aber ich weiß nicht mehr, wie man's öffnet. Okay, wir gehen zum Mechanismus. Ich glaube, das ist das, was wir tun müssen. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Die Kralle auf der Seite. Und wenn wir das lösen können... Junge. Oh nein. Das Seil steckt unter dem Felsen fest. Das war leichtsinnig. Ich weiß. Tut mir leid. Ich erst mal Rüge. Das ist einfach so geil, dass sie halt einfach alle gestunt werden. Was ist mit dem Glauben? Komm, ich hack dich zu Klump. Fassade. Wo kamen die denn her? Hier? Das ist hier. Ah. Hier geht's weiter in den Berg. Moment. Können wir da Junge hochschicken? Nee, das geht nicht. Kette lösen. Was hat er denn eben gesagt, als ich die Kette benutzt habe? Ach, guck mal, hier ist noch ein Geheimgang. Junge. Junge. Rein mit dir. Licht. Komm, Junge. Wieder etwas fester Stahl. Sehr gut. So, was ist jetzt damit? Ah, das Ding. Das hängt fest. Das Seil könnte reißen. Oh, wenn, dann wäre das wahrscheinlich schon eben gerissen. Das so alt und morsch ist. Wir müssen das Seil aus dem Chaos befreien, das du da oben angerichtet hast, Junge. Vielleicht kommen wir ja durch den geöffneten Gang darauf. Wird sich zeigen. Das wird es wahrscheinlich sein, würde ich mal behaupten. Oder ist noch ein Rabe. Oh, wie groß ist das hier? Es ist ein Berg. Groß. Das sind die Minen von Moria. Kennt man doch. Du wusstest die ganze Zeit, wie man den schwarzen Atem umgeht. Jetzt glaub ja nicht, ich hätte euch daran vorbeibringen können, Fleischberg. Ich habe Wege, fast überall vorbeizukommen, vor allem hier oben. In früheren Zeiten kümmerte sich mein Volk hier um alles. Hat die Jötnar-Fallen verbessert und Wege erbaut, um sie zu umgehen. Deshalb sind sie auch so hinterhältig. Oh, da fällt mir ein, pass auf Fallen auf. Wie nett, Gerne, danke. Hab geöffnet. Launbogenverbesserung. Geht's jetzt? Ja. Ich würde auch sagen, wir verbessern den Clownbogen.
Bam. Verbesserung von Klauenbogen erfolgreich. Neue Fähigkeiten sind jetzt im Fähigkeitenmenü verfügbar. Gut, können wir Junge noch ein bisschen aufpowern. Das ist der Finale. Glaube ich. Oh, du hast dich entschieden? Etwas für den Jungen? Etwas für den Jungen? Etwas für Kratos. Das ist nicht das, was ich ausgerüstet habe. Na, okay. Axtknauf reicht immer noch nicht. Talisman natürlich auch nicht. Was für Knäufe hat er denn noch? Tödlicher Griff der Vitalität. Erfolgreiche Axttötung gewährt einen Gesundheitsschub. Wohin jetzt? Ich guck mal gerade auf die Werte. Vitalität. Glück und Stärke steigt. Puh, nö, ich behalte den. Alles mal, was gibt's denn noch für welche? Aber der, den wir haben, der ist schon ziemlich gut. Den kann ich mir nicht leisten, brauche ich Weltenstaub. Talisman des ungebundenen Potenzials. Zauber hat er keine mehr, Auferstehungssteine. Stimmt, ich habe einen verwendet, ich kaufe nochmal einen. Ganz vergessen. So. Ich wünschte, Mutter wäre hier. Artefakte können wir noch verkaufen. Gutes Zeug. Gutes Zeug. Die etwas schwächeren Zauber, wie zum Beispiel die grünen, können wir auch verkaufen. Artefakte haben wir keine mehr. Gegenstände, Ressourcen. Die Ausrüstung. Was soll sein, Mädchen? Nee, die restlichen Rüstung behalte ich mal. Okay, passt schon. Wo waren wir bei dem anderen Thema? Wie komme ich denn da dran? Vielleicht von hier? Ich kann nur drüber klettern. Höchstwahrscheinlich kommen wir dann hier durch. Da ist die Truhe. Da geht's wahrscheinlich hier zur anderen Truhe. Eingelegtes Wappen des Trotzes. Den Zauber gekriegt sogar. Noch mehr Fallen. Da ist ein Tunnel, aber für dich zu eng. Geh du. Mach ich. Okay. Geht's dir gut? Sicher doch. Sicher doch. Alles klar.
Ach, das sind so kleine Wesen. Die tauchen manchmal auf, die lassen besonderen Loot fallen. Fettenschlangenschuppe. Bester Staffelheimstahl. Hacksilber und. Verwehtes Schild der List. Awesome. Am besten einen Junge drauf schießen lassen, weil Kratos wird direkt entdeckt. Okay. Was ist mit ihm? Gestorben. Ja. Er hier. Kannst du den bewegen? Sieht schwer aus. Ich kann ihn bewegen. Durchaus können wir ihn bewegen. Sehe ich. Fertig. So. Wollen wir mal. Das geht. So, hier haben wir was freigeschaufelt. Hoch die Tassen. Ich noch eben einen Raben gehört? Spielen wir meine Ohren schon einen Streich. Ich weiß nicht, was wir hier noch wollen. Lass mich doch mal in Ruhe gucken, Junge. Zurück. Wozu sind die gut? Es ist irgendwas Besonderes daran. Das spüre ich. Hier sind wir wieder. Okay, Shortcut. Kette. Okay, nice. Dem Ziel einen Schritt näher. Die ganze Zeit das Gefühl, ich höre wieder so einen ollen Rahmen. Vielleicht ist es auch was anderes. Nee, da hinten ist er. Habe ich mich doch nicht verhört. Ich weiß. Okay, sie haben was fallen lassen. Sehr gut. So. Kette.
Das hätten wir erledigt. Achso. Hätte ich nicht runtergemusst. Egal. Über die Kette kann ich wieder nach oben. Einfach ein bisschen raufklettern und gut ist. So, ich wollte mich noch auf die andere Seite hier. Da liegt noch was. Gegner sind auch noch hier. Hier gibt es echt viel zu sehen. Zwei gehackt. Lauter altes Zeug. Wenn wir es nicht brauchen können, ignorier es. Ich weiß. Ich weiß. Ja, ich weiß. Ich sehe sonst nichts mehr hier. Gut, dann das. Und das natürlich. Schuppen, Shift-Hold der Konzentration. Robuste Rüstung begünstigt Abklingzeit. Ja, dazu haben wir ja schon das passende Pendant gefunden. Wohin jetzt? Aber wieder zurück, würde ich sagen. Wir müssen dieses große Vehikel, was wir da noch haben, rüberschieben. Und dieses Ding hier. Let's go. Damit wir auf die andere Seite kommen können und diesen Fels aus dem Weg räumen. War das richtig so? Nee. Klick noch zurück. Gut, jetzt kommen wir an den Felsen ran. Das stimmt. Und hopp. Und rüber. Hey. Rüberspringen, so. Er ist davon. Ich weiß. Ich bin nicht blind, Junge. So. Eine große goldene Kiste. Und wir haben... Falkenflur, Gerunenbeschwörung, beschwört Spektralfalken, die sich in den Boden stürzen. Zorn des Wolfes. Tut er das manchmal? Oder wie? Ach, Y. Ah, Viereck gedrückt halten. Zorn des Wolfes. Hat einen höheren Schaden. Nehmen wir. Ach, können wir ja auch sogar noch verbessern. Lass uns das mal machen. Zorn des Wolfes. Okay, haben wir noch eine zweite Fähigkeit freigeschaltet für Junge. So, und die Kette erstmal hier runter. Ratus immer automatisch runterkriecht, aber ja. Macht schon Sinn, wenn wir die runterlassen. Können wir auch theoretisch runterklettern direkt. Da ist Heilung. Heilung ist voll. Du kennst Kratos nicht. Gibt's ja nicht. Der Junge glaubt immer noch, dass Kratos ein Mensch ist. Kratos muss so viele Götter töten, um so stark zu werden, aber ja. Jetzt bekommen wir das Seilrad in Gang und schaffen es nach oben. Das ist richtig. Was tun wir jetzt? Boing. So. Direkt hinter dir. Ich sehe ihn. Mir? Ah.
habe ihn gesehen. Ah, er wieder. Ah, finishen. Guter Schuss. So, finishen. Der ist definitiv hinüber. Zurück zum Rad. Der Fluss aus Messern. Wäre Runenangriff, ein zerstörerischer Angriff mit einer Reihe von Eissplittern, die Frostschaden verursachen und Gegner bei Berührung in die Luft schleudern. Ach, die Attacke, okay. Ja. Ah, die geht schon gut ab. Ich glaube, ich verbessere sie nochmal. Steigt der Schaden nochmal ein bisschen. Ist ein guter Angriff, aber ich behalte meinen. So. Und natürlich eine weitere Frostflamme. Für die Verbesserung der Axt. So. Wo ist das Rädchen denn? Da oben, ne? Ja. Der Gegner ist Matsch. Also dann. Ja, sieht man. Ich hab vergessen, ich muss das Ding ja noch nach vorne schieben. Ich Dummerchen. Ansonsten hat die Krelle nichts, was sie heben kann. So. So, jetzt aber. Gut. Ja, das hält. Alright. Nach oben. Let's go. Was geht los? Ob das bis ganz nach oben geht? Das wird sich bald zeigen. Irgendwas ist seltsam da oben. Da lauert eine Gefahr. Denke nicht an das, was eventuell sein könnte. Konzentriere dich auf das, was ist. Und sei wachsam. Jawohl. Jawohl, ja. Nicht der Gipfel, aber näher dran. Ja, es ist nicht mehr weit. Hey, die ist nicht kaputt. Da steht was. Ein Gebet der Riesen. Sie bitten ihre Vorfahren, über sie zu wachen. Sie heimzuführen. Junge. Warte! Ich glaube, ich weiß, wie das geht.
Schau. Was hast du geschrieben? Sie sollen Mutter beschützen. Wachen Sie über uns auf dem Weg nach oben? Komm, Junge. Es ist ein langer Weg. Das war schön. Andreas ist ein guter Junge. Zurück! Die Ballen, ja. Ich weiß. Kommt noch so ein kleiner Hindernisparcours. Der Tunnel, Junge. Kapiert! Vorsichtig! Ja. Got it. Mehr Prüfungen. Offenbar haben Zwerge mit diesen Tunneln die Fallen der Riesen umgangen. Gut für uns. Oder für uns zumindest. Kriegsschrei. So, Atreus, mach dich da rein. Das gibt's doch nicht. Das ja. Hilft uns nicht. Wir sehen uns drüben. Ja. Dann mal los! Da bist du Schwein. Die Truhe gehört mir. Nimm mit, was du kriegen kannst und gib nichts zurück. Wann das nicht? Ah, ist das Pendant zu den anderen Rüstungsteilen. Das kennen wir schon. Okay, das war's erstmal. Alle fallen. Noch ein Minenaufzug. Vielleicht kommen wir doch schneller nach oben. Ja. Erst wenn wir alles gelootet haben, gehen wir. Der Loot hat Vorrang. Drücken. So, jetzt wird gekämpft. Oder auch nicht. Sind wir noch zu schwer? Ja, weil da noch einer ist. Den wollte ich nämlich jetzt runter. Wenn wir auf dem Gipfel sind, was glaubst du, wie weit wir dann sehen können? Bis zum See, zur Weltenschlange, zum Haus? Das sehen wir, wenn wir dort sind. Bis dahin, wachsam bleiben. Wow! Atreus! Alles gut, hab nur kurz das Gleichgewicht verloren. Für jemanden, der so stark ist, machst du dir echt viele Sorgen. So komme ich gut zurecht und sichere unser Überleben. Mag sein. So zu leben macht aber nicht viel Spaß. Oh, das versteht keinen Spaß. Ja. Ich glaube, wir kommen jetzt noch ein paar Kämpfe und wenn wir dann oben sind, haben wir es geschafft. So, ja. Dann haben wir es auch geschafft, aber es dauert noch ein bisschen. Kleines bisschen. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir hier kurz anhalten, kommen Gegner. Konzentrier dich! Hier gibt es
Ist mir aufgefallen. Ja, perfekt, wenn er die immer so hält, kann ich dann direkt die finishen. Hab ihn gesehen. Spaß war das. Verstehe. Wer Sorgen machen? Steigen wir hier aus? Nein, wir stecken fest. Weiter. Wie viel weiter müssen wir noch? Ich weiß es nicht. Greift uns noch mal jemand an? Garantiert. Oh Mann. Ja, sei jetzt bereit. Der schon. So, jetzt habe ich erstmal einen Troll. Nehmen wir erstmal mit, was der hat. Ich weiß. Und push it. Ja. Ich glaube, wir sind sicher. Sieht so aus. Vater, wenn wir Mutters Asche verstreut haben, was dann? Was kommt als nächstes? Dann tun wir nur eines. Wir kehren heim. Das war's? Das Abenteuer ist vorbei? Fürs Erste. Aber wir haben viel zu tun. Du hast recht gehabt, auf dem Boot, nachdem der letzte Baum gefällt war. Du sagtest, etwas hätte sich verändert. So ist es. Und unser Heim ist nicht mehr sicher. Aber das wird es wieder sein. Und wir müssen deine Ausbildung fortsetzen. Okay. Wir sind fast auf dem Gipfel. Nichts kann uns jetzt noch... Beruhig dich, Junge, und bleib hinter mir. Zentrieren, Junge!
war heftig. Super heftig. Ihr habt es gerade gesehen, der Drache hat dieses rote Zeug zerstört und das kriegen wir dann von ihm, die Möglichkeit dann, beziehungsweise diese... Halt. Die Sehne von Atreus in dem Fall ist das dann. Wenn wir diese roten Flächen zerstören. Der ist eindeutig hier lang. Könnte eine Yggdrasil-Wurzel sein. Sprengkristalle. Ach nein, Sprengkristalle sind das. Ich habe gedacht, das hat was mit der Sehne zu tun. Sie können die Harzhindernisse des Weltenbaums zerstören, indem sie Sprengkristalle mittels elektrischer Energie kombinieren. Ich glaube, Atreus muss diese elektrische Energie jetzt freisetzen, oder? Irgendwas war. Ich glaube, es hat schon mit den Pfeilen zu tun. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Wahnsinn, dass wir gegen einen Drachen gekämpft haben. Ich habe auf seine Augen gezielt, aber ich bin gestolpert. Glaubst du, das ist ihr Zuhause? Kamen sie her, als die Riesen fort waren? Oder zogen die Riesen wegen ihnen fort? Junge, die Luft hier wird ziemlich dünn. Keine Fragen mehr. Atme. Oh, ja. Verstehe. Die Luft hier wird nicht ziemlich dünn, das ist sie schon. Hörst du das? Da schreit irgendjemand. Ja, Sindri, der Zwerg. Halt, Junge! Es ist Sindri. Kannst du so etwas töten? Nur wenn wir ihn überraschen können. Ich kann ihn ablenken. Was machst du? Wir müssen ihm helfen. Geh nach rechts. Finde eine Stimme. Warte auf mein Zeichen. Danke. Hey, Mistvieh! Hierher! Okay, jetzt wird's nochmal extra spannend, aber an dieser Stelle machen wir jetzt mal Schluss und ich sage vielen Dank fürs Zusehen bei God of War. In der nächsten Folge geht es weiter mit mir, Kratos und Junge und dann kämpfen wir gegen diesen großen Drachen. Und dann sind wir auch schon bereit, auf den Gipfel des Berges zu kommen. Und ja, was uns da erwartet, das seht ihr in der nächsten Folge von God of War. Bis zum nächsten Mal.